Der anthroposophische Seel im Kalender Rudolf Steiners, die fünfte Woche nach Ostern. Im Lichte, das aus Geistestiefen, im Raume fruchtbar webend, der Götter schaffen offenbart. In ihm erscheint der Seele Wesen, geweihte zu dem Weltensein und auferstanden aus enger Selbstheit innen macht. Wir wollen uns am Chiemseeufer diesen Worten beim Sonnenaufgang zuwenden. Goethe hat im hohen Alter zu seinem Faustdrama noch einen Prolog im Himmel hinzugefügt, den er mit Worten des Erzengels Raphael beginnen lässt. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, da keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke. Also es wird gesagt, die Engel können die Sonne anschauen. Und dass dieser Anblick ihnen Stärke gibt. Das Licht der Sonne ist ja dasjenige, was uns alles sichtbar macht. Und gleichzeitig ist die Sonne etwas, das wir nicht anschauen können, wir Menschen. Also von den Engeln wird gesagt, sie können sie anschauen. Und von uns müssen wir sagen, sie ist das Einzige auf der Welt, was wir nicht anschauen können. Nur beim Aufgang und beim Untergang, für kurze Augenblicke, können wir den Anblick ertragen. Und in diesem Meditationsspruch für die fünfte Woche nach Ostern, der wie ein Hymnus an das Licht ist, werden erstaunliche Aussagen über das Licht gemacht. Im Licht, das aus Geistestiefen im Raume fruchtbar webend, der Götter schaffen offenbart. Also dass durch das Licht, das als fruchtbar webend bezeichnet wird, das Schaffen der Götter offenbar wird. Und es wird von einer Wirkung auf die Menschenseele gesprochen. In ihm erscheint der Seele Wesen, geweitet zu dem Weltensein. Dass also alles, was uns eng macht, selbstisch macht, wenn wir uns dem Licht ganz hingeben, weit werden kann. Und dann fährt das Wort, geweihtet zu dem Weltensein und auferstanden aus enger Selbstheit Innenmacht. Also hier kommt dieses Osterwort jetzt auf die Menschenseele bezogen von der Auferstehung, dass wir auferstehen aus der Enge der Selbstheit. Zum Ende noch einmal den ganzen Spruch. Im Lichte, das aus Geistestiefen im Raume fruchtbar webend, der Götter schaffen offenbart. In ihm erscheint der Seele Wesen, geweihte zu dem Weltensein und auferstanden aus enger Selbstheit Innenmacht.